So, meine kleinen Mäuse, wir fahren jetzt nach Berlin. Ich habe gepackt. Ich habe gerade noch mal gekickt, ob ich in Leipzig einen Waschsalon finde. Hier gibt es auch einige Waschsalons, wo man seine Wäsche waschen könnte. Theoretisch. Allerdings sah es da mit den Parkplätzen nicht besonders gut aus. Dementsprechend bleibt es bei meinem alten Plan. Ich werde jetzt nach Lichtenberg fahren. Berlin-Lichtenberg, meine alte Heimat. Unvermisst. Tatsächlich. Ich glaube, das ist so die oldste Gegend, da wo ich gewohnt habe zuletzt. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ja, also ich, Navi ist angeschmissen, Motor wird gleich startet und es geht ab nach Berlin. Ich habe gerade mal ein Kilt Päuschen gemacht, weil, ja, immer natürlich wegen Päuschen und dann habe ich noch ein bisschen Müll gehabt und so und hier so ein Rastplatz, der eignet sich immer ganz gut, um seinen Müll loszuwerden. Und da ist mir wieder aufgefallen, Leute, ja, also kickt euch diese Mülleimer an, ja, mit dieser Mini-Öffnung. So nach dem Motto, nee, du sollst hier keine Mülltüten reinschmeißen, das ist nur für den Müll für unterwegs. Ich sage euch, wenn ihr im Bus lebt, Müll ist wirklich ein großes Problem. Nirgendwo gibt es Mülleimer, größere, wo man mal Mülltüten reinschmeißen kann oder beziehungsweise überhaupt Müll trennen kann. Also ich kann in meinem Bus in Deutschland nicht Müll trennen, weil es einfach keine offiziellen Mülltonnen gibt, ja. Und das fand ich wirklich richtig geil an Spanien, dass du an jeder Scheißecke, in jedem Dorf oder sonst wo, hast du zig fette Mülleimer, wo du auch Müll trennen kannst, ja. Das fand ich wirklich angenehm. Da kann sich Deutschland mal hart eine Scheibe von abschneiden, aber nee, nicht Deutschland, nee. Geiz ist geil. Freunde, wir sind in Lichtenberg angekommen. Ich packe jetzt Klamotten, meine ganze Dreckwäsche. Hier in der Nähe habe ich das letzte Mal eine Wohnung gehabt, beziehungsweise eine WG. Und bin sehr, sehr froh, dass ich nicht mehr hier wohne, weil ich glaube, das ist so einer der abgefucktesten Bezirke, wie ich finde. Zumindest die Region hier von Lichtenberg ist nicht so geil. Na nü? Ja, keiner da? So, ich war gerade noch einkaufen, halte mich auch hinter mir. Das ist der Grund, warum ich halt hier mal zum Waschsalon fahre, weil halt, ich kann hier hinten halt parken, habt ihr gesehen ungefähr, war, wo ich stehe. Und ich rufe einfach die Straße runter zum Waschsalon. Und das ist halt der Parkplatz von dem Penny hier.
Und dann kann ich halt da einkaufen gehen, während die Wäsche wäscht. Da kann ich mal so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, das ist der Bezirk der Kaputtnix. Die sind irgendwie alle kaputt. Du gehst in den Penny rein und da hast schon wieder irgendwelche Kollegen, wo du dir echt denkst, so, Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, naja, so ist das halt, wa? Bin ich echt froh, dass ich hier halt nicht mehr wohne. Ja. Naja, gut. Ich warte mal, bis die Wäsche fertig ist. Währenddessen werde ich mir, glaube ich, jetzt noch ein Zigarettchen drehen und ja, mal kicken. Irgendwie die Zeit totschlagen. Ja, und danach geht's halt zum Treptower Park. Der Plan bleibt bestehen. Ich möchte heute Abend noch ein kühles Bier am Treptower Park trinken, um den Abend ein wenig auschillen zu lassen. So, endlich ist die Wäsche fertig. Leider ist sie nicht ganz trocken geworden, aber ich hatte jetzt keinen Bock, nochmal eine Trocknungsrunde zu machen. Ist ja auch teuer. Wir haben es jetzt 6:45 und ich habe jetzt überlegt, wisst ihr was, ich gehe mir jetzt noch einen Döni ziehen. Der schmeckt ja auch nicht so schlecht hier um die Ecke. Ihr kennt den ja, ne? Man kennt sich. Ja, genau, zieh mir einen Döni und dann geht's zum Treptower Park. Da muss ich nachher irgendwie mir nicht noch was zu essen machen. Und auf Döni hab ich Bock. Schlange kein Döni mehr essen. Natürlich auch Unternehmen. Ja klar, private Unternehmen gehören auch dazu. So, und dementsprechend, dann hatten einige in den Kommentaren nämlich was geschrieben, dass... So, Freunde, der Döni ist drin. Ah, der wanzt spannend. ich fahre jetzt zum Trebi und ich habe auch gerade noch eine gute Tat vollbracht, weil hier ist gerade so ein jungscher Flaschensammler vorbeigekommen. Der sah mir so ein bisschen eventuell obdachlos aus mit seinem Hund oder was. Dem habe ich erstmal einen Fünfer in der Hand gedrückt. Der war ganz verdutzt. Also die Freude war jetzt ihm nicht ins Gesicht geschrieben. Der hat einfach nur gekickt so, danke. Und geht wieder. Und wünscht mir dann irgendwie einen schönen Abend oder was. Aber ist mir egal, ey. Leute, ich habe die Kohle. Der Fünfer tut mir nicht weh. Und einfach, ich habe das gesehen, wie der da irgendwie, keine Ahnung, die letzte Kackflasche, Bierflasche hier irgendwo einsammelt, um die wegzubringen. Und süßen Hund hat er gehabt. Da dachte ich mir, da tust du mal was Gutes. Eigentlich mag ich das weniger so was, aber manchmal berührt mich einfach jemand. So, wisst ihr? Manchmal fühlt sich das einfach an, wo du denkst, ey, wisst ihr was? Dem gebe ich jetzt einfach mal einen Fünfer. Freunde, das ist der Parkplatz vom Trepi bzw. Plenterwald. Der fängt auf der rechten Seite an. Da. Und wie man sieht, das war immer meine bevorzugte Stelle, um Wunderlauch zu sammeln. Das ist quasi wie so eine Art Bärlauch. Der ganze Plenterwald, der geht hier ein ganzes Stückchen weiter. Der ist voll davon abgefahren. Ja, und hier habe ich übrigens auch meine erste Nacht verbracht in meinem ersten Bus. Und hier habe ich eine Weile lang auch gestanden immer, bis man mir irgendwann mal einen Reifen aufgestochen hat. Ist wohl berüchtigt hier, dass hier ab und zu mal eine Reifen platt geht. Ja, ich wollte eigentlich nur der Nostalgie wegen hier mal wieder parken, weil im Normalfall parke ich hier
halt einfach nicht mehr. Ja, einfach ein bisschen Nostalgie. So, Prost, Kinders. So, ich werde jetzt den Abend hier noch ein bisschen auschillen, das Bierchen trinken und dann ab in den Bus, Backpfeife und Bettdecke knutschen.